gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ja, ich hab noch einiges im Lager. Alles steht. Habt ihr zu überkaufen? Für mich. Waffen, nein. Ah. Wow. Pass auf. Ich will Sachen verkaufen. Ich sag, ich hätte fast von ihm. Dieses Ding ist, wie gar nicht so viel. Ey, sag mal, haben die Dings? Das Teil hat so eine Leiste. Was heißt das? Oh mein Gott. Aha. What? 47? Oh mein Gott. Fähigkeit, leichte Rüstung, ja. Alter. Silber als Kette. Den Ring. Pass auf. Was kann ich denn von dir kaufen? Du hast doch bestimmt diese... Wo sind denn die ganzen... Aha. Nee. Das ist ja alles voll teuer bei dir, du Vogel. Stroh! Du willst drei... Das ist doch echt zum Kotzen. Ich raste dich hier aus. Der will mich verarschen. Raserei hat er. Guck mal, hä? Er hat einen neuen Spruch. What the? What in the what? In the what? Wie viel will er denn wohl für... Wow. Eisenbarren 3. Eisenbarren will er 3, dafür 39. Also ich kann erstmal ein bisschen rumzaubern. Okay, das ist von mir. Hier, Mammutstoß dann. Kannst du alle haben. Weg damit. Transaktionswerk dann nicht. Mist. Okay. Nee, warte, hier. Mammutstoß an. Wie viel hat er? So, das verkaufen wir. Jetzt hat er eh kein Geld mehr. Hau ab! Bitte kommt. Oh, das gibt's doch nicht. Wenn du Geld hast, dann komme ich vielleicht wieder. Aber nur vielleicht. Ich muss meine Mammutstoßzähne verkaufen. Hier. Nice. Da. Schmuckstücke für eure bessere Hälfte. Gefertigt vom Großen. Was ist bitte denn? Sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Verkaufen. Schmuckstücke. Ja, Mann. Will verkaufen. Solche Sachen. Entschuldigung. Nee, warte. Kleidung. Amulett-Dingens was. Redekunst. Waffen und Rüstung. Irgendwas verbessert. What the hell? Kann ich immer noch nicht. Was ist das denn? Nee, das hier. Leinentuch. Was will ich denn damit? Oh, Leinentuch. Aber wofür könnte man die denn benutzen? Egal, verkaufe ich. Alle, ja. 14? What? Egal, das ist voll schwer gewesen. So, hier geht jetzt eh kein Geld mehr. Passt gut auf euch auf. Oh, ich kann mich schnell bewegen. Yes! Also, warte. Hier war irgendwo ein Spiel. Hier hoch und dann rechts. Ihr könnt euch nicht verwirren. Hier? Nee. Das ist ja dieses... Halt die Klappe. Redest zu viel, weißt du? Hier muss irgendwo eine Schmiede sein. Schmiede, wo bist du? Schmiede? Ah, nee. Ist doch keine Schmiede. Leute, wo ist denn hier eine Schmiede? Habt ihr gesoffen alle, oder was? Diese zählt mir was... Da oben. Da ist das Adlerhimmelsrand Schmiedgedöns. Ich höre ihn, wie er da rumhämmert. Oh, Schmiedemeister, rede mit mir. Hallo, Schmiedemeister. Pass auf. Hier. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Jo, ich will was mit dir reden. Hübsche Schmiede habt ihr hier. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Erzählt mir etwas über euch. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Ich rede jetzt alles mit ihm, ne? Wer sind die Gefährten? Bei Ismirs Bart, mir steht nicht der Sinn nach Scherzen. Ihr wisst, wer die Gefährten sind. Nö. Hört mit der Fragerei auf. Was? Seid ihr ein Gefährte? Wieso? Wer sagt denn, dass ich einer sein muss?
Himmelsschmiedenstahl ist meine Kunst und meine Ehre. Die Gefährten wollen nur das Beste, also kommen sie zu mir. Was habt ihr zu verkaufen? Preist die Götter. What? Du willst was? Heisen. Wow. Ah ja, nee. Das ist ja diese Kriegsangst. Nicht schlecht, was er für Stuff hat, das ist schon cool. Was hat er denn sonstiges? Guck mal, da sind diese Grumba-Bumba. Holzkohle. Leder. Holzkohle gibt's auch. Nee. Kleidung. Nee. Sonstiges. Der will auch 39, wollte der andere auch, ne? Hirschfell. Ja, verkaufen. Leder. Hey, Alter, das könnte ich eigentlich auch verkaufen, oder? Quecksilberbarren. Silbererz. Stahlbarren. Stahlbarren. Mhm. Aber warte, ich wollte da ja noch was gucken, ey. Golderz habe ich jetzt nämlich. Und zwar. Genau, benutzen Himmelsschmiede. Oh yeah. Kann ich jetzt irgendwas Besseres machen? Ist die irgendwie stabiler? Irgendwie? In irgendeiner Form? Ich kann ein Eisenschwert machen. Alter, okay. Eisen beschlagen. Leder. Schmuck. Ich kann eine goldene Halskette machen. Und einen Ring. Wow, 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 wow. Achso, ja. Ich brauche einen makellosen Diamanten, ey. Ich sag's dir, dann werde ich reich, Mensch. Wofür ich die brauche, weiß ich nicht. Mache ich auch nicht. Ja, ich brauche mehr Gold. Gold, 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 Gold. Himmelsschmiede. Da hinten. Da ist ein Buch. Ein Buch. Die Herausforderung des Waffenschmieds. Wow, Schmiedkunst auf 20. Hey, cool! Von Mymphos. Vor 300 Jahren, als Kaiser und so mein einzige Dumme war. Wie viele Seiten hat das Ding? Ach du meine Güte. Ja, nehmen wir einfach mit. So, Alter, kann man sich hier bedienen? Schaden. Ja. Schleifstein. Ich nehme den Schleifstein. Okay. Jetzt gehen wir zum Magier. Futzen. Fritzen. So. Und, Autsch. Und. Oh, da, 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 da. Was erzählst du eigentlich? Und was macht das Kaiserreich? Wo ist das? Nichts! Nein! Wow! Weniger als nichts! Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen. Was laberst du hier? Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Wer ist Talos? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Jo. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Wow. Talos meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. Oh. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. Oh Gott. Okay. Also steht. Alter, hör auf zu schreien. Also. Hier, wo seid ihr? Da 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 da
Möge die Macht mit dir sein. Lass mich doch bitte rein. Oh yeah. So sieht's nämlich aus. Jetzt haben wir schon 100 Jahre nichts Vernünftiges mehr gemacht. Tut mir leid, ist aber so. Zwar, Mr. Etepetete. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Dankeschön. Entzaubern. Oh, warte. Das Ziel erleidet 5 Punkte Blitzschaden. Das mache ich nämlich jetzt. Zack. Jo. Dauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Das Ding hier. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Ich könnte die Spitzhacke verzaubern. Was war das denn für ein Sinn? Blitzschaden, Feuerschaden. Ich könnte deren Schaden machen. Und dann einen Seelenstein. Dann hättet ihr da was. Blitzschaden? Oh. Das Ziel erleidet nur Ladungen. Was wie? Was heißt Ladungen? Was soll das heißen? Ist ja jetzt nicht so viel. Machen wir mal ja. Ist das irgendwas aufgebraucht? Gefüllt mit Armseliger. Ja, machen wir winziger Seelenstein, oder? Aha, ist nämlich dieses Ding ins Weniger. Machen wir das mal. Herstellen. Ja. Und warum? Oh, wow. Kunst kommt vom Können. Ja, hat doch gut funktioniert. Und jetzt? Was passiert? Ey, warte, du hast doch bestimmt noch mehr Zauber. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten... Was willst ihr über Schreie? Nun, ich weiß nur, was ich aus den alten Geschichten kenne. Das Schreien ist eine alte Form der Magie, bei der die Stimme eure magische Kraft nach außen trägt. Wenn ihr das Schreien beherrscht, müsst ihr die Graubärte aufsuchen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Ich muss unbedingt zu denen hin. Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Bücher. Okay, pass auf. Ständiger Schutz. Sänftigen Blitz. Blitz. Diese Runen könnte ich mir eigentlich mal zulegen. Oder? 50 Punkte. Funken, Furcht. Heldenmut. Ich merke, ich werde schon wieder leiser. Leiser. Leiser ist das richtige Wort, was. Und zwar, weil ich weniger sage. Deshalb werde ich leiser. Wenn ich weniger sage, wird es ruhiger. Oh Mann. Ey, ich bin noch nicht Stufe 8. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn hier los? Okay. Ich habe jetzt eine neue Waffe. Die ist mit Blitzen geladen. Warte, hier. Guck mal, ich kann euch die zeigen. Hier, warte, pass auf. Wo ist sie? Da. Sam. Was ist das denn für ein Schlag? Nee. Rolf, Kopf des großen Kampfgeborenen. Wir haben den Namen. Bom. Schon als Mensch hat er Silbererz. Als das Kaiserreich sich dem Altmerigund ergab, es Schande über uns. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich gleich irgendeinen aufschlitze. Das wäre ja nicht so gut, ne? Was? Ach Mann, ich hätte. Ach verdammt, ey. Ist auch egal. Muss die Augen offen halten. Guck mal, Veränderung verbessert auf 21. Ich komme neue Stufe. Und ich komme neue Stufe. Sein sehr gut. Ihr seht einen richtigen Krieg. Neue Stufe. Das heißt. Oh mein Gott. Ich kann nochmal Magic aufrüsten. Jo. 130. Ja, ich kann dieses Feuer-Arachnoid-Dingens. Ne?